Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Gunfire Reborn. Ich kann mittlerweile diese tolle Truhe hier öffnen. Ob das immer so viel Sinn macht, weiß ich nicht, weil diese Waffen sind einfach so wahnsinnig Standard. Ich habe wahnsinnig tolle und viele neue Skills bekommen. Bin schon im Level ganz schön aufgestiegen. Bin jetzt, glaube ich, schon Level 35. Habe ein bisschen schon gespielt. Und das ist eine Shotgun. Ist eigentlich ganz interessant, aber ich habe noch nicht sehr viele Schuss. Bin gerade erst hier in die Runde rein, habe davor noch nichts gespielt. Und diese Waffe ist eigentlich relativ gut. Also ich finde sie klasse. Ich habe jetzt auch ein bisschen schon geschaut, was was bedeutet. Die Lightning Blast hat hier zum Beispiel Lightning Damage. Und wir verteilen Shock Effect 20%. Nachladegeschwindigkeit 40% schneller. Diesen Effekt haben wir jetzt auf der Waffe. Was allerdings noch nicht so ganz so toll ist. Da gibt es natürlich noch viel krassere Effekte. Die werden wir uns heute anschauen. Was können wir denn, wenn wir rechts machen? Ach, da können wir dieses Schild projizieren. Ah ja, okay, cool. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, wo bin ich jetzt lang gelaufen? Jetzt bin ich zurückgelaufen. Ich glaube, dass das ein Schutzschild ist. Wo müssen wir da hin? Ach, da lang. Jetzt sehe ich mich beinahe noch verlaufen, ey. Okay, normalerweise sollten wir den Boss schaffen. Den ersten. Und dann ab in die Wüste. Ich kann jetzt halt auch ab Level 10, glaube ich, kann man Matchmaking machen. Dass man dann noch mit anderen zusammenspielt. Das ist auch total witzig. Coole Gruppen, coole Leute auf jeden Fall. Das macht auch immer wahnsinnig viel Spaß. Okay. So, kann er da? Es sind schon relativ wenig Gegner. Wir können auf jeden Fall in den Vault. Ich habe noch gar nicht meine Granaten geschmissen, ich weiß, aber die brauche ich jetzt hier auch nicht. Zack, zack, alles fertig. Easy mit dem Lightning Blast, den habe ich eigentlich so auch noch nicht verwendet. Okay, damit haben wir die Stage geklärt. Können wir jetzt hier die Truhe nehmen. Aber wir gehen erstmal in den Vault. Einmal drauf schießen, einmal rein. Und dann geht's auch schon los. Oh ja. Hier eine Smoke hin. Macht schön Schaden auf die ganzen. Und schon haben wir das Ganze geklärt. Schaut immer schön, dass ihr die Handgranaten und alles rausballert. Weiß, ich bin ja der beste Spieler, aber so kleine Tipps, einfach alles mal rausballern. Okay, das nehmen wir mal mit. Dann, was bekommen wir hier aus der Truhe? Wildfire, Corrosion oder Smoke Granates haben mehr Schaden. Aber die Effektchance ist 50% niedriger. Das ist eigentlich ganz cool, der Effekt. Wenn wir hier jemanden gekillt haben, können wir schneller schießen für 6 Sekunden. Oder hier Korrosion Damage. Das wäre auf bestimmte Waffen. Und die möchte ich eigentlich finden und euch zeigen. Und damit abgehen. Mal schauen, ob das was wird. Okay. Oh ja, was passiert hier? Okay, da kommen noch welche. Das war es noch nicht. Aber ihr seht schon, wie viel Schaden das hier machen kann. Mit der Smoke-Granate und den Lightning-Effekt. Ist ja ziemlich coole Sache. Ja, schnell weg. Der schmeißt Granaten. Lass mal hier mal explodieren. Leider war er nicht mit drin. Na, kommt her. Die Waffe ist schon sehr stark, ne? Okay, und weg mit euch. Hier hätten wir nochmal eine andere Shotgun. Wenn ich jetzt dahergehe, kann ich auf V die Waffen miteinander vergleichen. Oh, das sind ja gar nicht die gleichen, aber egal. Dann seht ihr mal, was hier die Stats so machen. Das ist eine Shotgun. Und das ist eine mit Large Armor. Da haben wir 24 Schüsse. Die gefällt mir sowieso grundsätzlich gar nicht. Darum werde ich sie auch nicht mitnehmen. Dieses Törtchen heilt uns.
Machen wir sonst noch was? Waffenwechsel? Immer schön in Bewegung bleiben. Dann kann euch auch nicht allzu viel passieren. Ui, die habe ich gar nicht gesehen, die Granate hinter mir. Und da geht's natürlich easy peasy ab in die nächste Station. Wir hatten noch keine Vault und gar nichts. Mal schauen, was wir jetzt bekommen. Fire Damage können wir hochsetzen. Habe ich keine Lust. Energy Orb haben 50%, dass sie zweimal explodieren. Okay, das finde ich ganz cool, weil 2 Sekunden länger freezen. Ah, bringt mir jetzt nicht ganz so viel, glaube ich. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. Anstelle von dem, was ich nehme. Was ihr für besser findet. Oder besser denkt, dass es besser ist. Zack, zack. Weg damit. Erledigt. Oh ja, da bin ich ins Feuer gelaufen. Schauen wir mal, was wir bei dem machen können. Hier können wir bei dem Craftsman die Waffen in der Stufe aufsteigen lassen. Das könnte ich jetzt tun. Würde mir in der ersten Stufe dann 50 kosten, in der zweiten dann 100. Kann auch nur maximal 2-mal bei dem hier das machen. Und dann wäre es vorbei. Aber das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich möchte meine Kohle sparen für Skills. Für mehrere Rollen, die ich dann verwenden kann. Die Waffe ist so eigentlich schon ganz stark. Wenn wir mal gucken, da kommen jetzt ein paar Selbstzerstörer. Oder Käfer, okay. Und da haben wir wieder ein Vault. Ich zerschieße hier auch oftmals die Vasen. Einfach um mir die ganzen Munitions zu holen. Ich vergesse auch immer die Schild zu setzen. Können wir jetzt mal machen. Oh, ich weiß nicht, ob das was bringt. Was bringt es oder verstärkt es nochmal den Angriff? Kann man das nachlesen? Ich glaube schon, ne? Kommt mir jetzt der schon wieder her? So, den haben wir. Oh ja. Das ist nochmal eine Truhe. Wir gehen jetzt aber trotzdem noch in den Vault. Wenn ich mal was vergessen habe oder so, dann sagt mir Bescheid. Denn ich kann auch immer nicht alles sehen. Die sind so easy peasy schnell down. Oh, das war schlecht. Da ist mein ganzes Schild weg. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle erledigt. Ui, da ist noch einer. Der spickte da um die Ecke. Das gefällt mir nicht. Aber wenn immer ihr inflicted Decay Effect to Enemies, den werde ich nämlich anwenden. Und finde ich nicht so gut die Rolle. Mit Bewegungsgeschwindigkeit runter, dann bist du auf einmal total langsam in bestimmte Situationen und stirbst dann dadurch. Kann ich so nicht empfehlen. Oh ja. Kann ich gesehen, dass da ein Bombenwerfer ist. Und hier unten hätten wir jetzt nochmal eine coole Waffe plus 2. Lightning Effekt. 65% Waffendamage against Enemies in Elementareffekt. Die nehmen wir mit für unsere Shotgun. Schauen einfach mal, was die so kann. Hier hätten wir noch den Handschuh mit Lightning Effekt. Ansonsten auch ein paar coole Waffen, die mich jetzt eigentlich weniger interessieren. Und das ist so eine MP. Auch sehr stark. Jetzt haben wir noch nicht einmal den Lightning-Effekt oben. Da gibt es ja auch noch in der Truhe plus 40%, plus 80%, plus 120%.
für Lightning. Vielleicht bekommen wir ihn jetzt. Nein, wir bekommen nur Smoke, Schild und Schild. Das ist natürlich nicht so toll. Nachdem wir die Smoke-Granate geworfen haben, 20% HP und Schild für 6 Sekunden. Schild, okay, das Schild macht schneller. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Wir nehmen jetzt mal das hier. Finde ich alle nicht so toll. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp, wie ich da besser werden kann. Vielleicht nehme ich die falschen. Ui, warum halten die jetzt so viel aus? Die haben anscheinend eine elementare Resistenz. Aber dafür werfen sie ja auch nicht schnell. Okay, da kommen die da oben am Balkon, oder? Ne, kommen gar keine. Aber hier kommen ein paar. Aber das war schlecht. So. Oder andere ist schon tot. Ja, das war ja easy. Dann gehen wir hier mal durch. Oh ja. Also verbrennen tut man relativ schnell. 20% Lucky Shot Chance. Aber meine Waffendamage gehen um 20% runter. Wir nehmen das einfach mal mit, schauen, wie es sich auswirkt. Puh, ich weiß nicht, wenn man das ausrechnet, ob sich das rechnet. Und der Raum ist rein theoretisch sehr schwer. Oh. Okay. Würden wir erst einmal da oben die töten. Das gibt's ja nicht. Was halten die denn aus? Schnell weg hier. Weg mit dir. Einmal auf E die Granate geworfen. Damit kommt die eigentlich gegen die Großen ganz gut an. Oh, die halten ganz schön was aus hier. Wait, so. Ja, vor allem, ich treffe halt auch nichts, ne? Und da ist er, glaube ich, gedroppt. Die Waffe, die ich brauche. Habt ihr sie gesehen? Okay, wo ist der Große dann hin? Der ist einfach verschwunden. Und hier haben wir den Prison-Dolch, den ich haben will. Aber natürlich noch nicht ganz mit den coolen Effekten, die ich brauche. Wir werden diese Waffe hier wegwerfen. Und brauchen jetzt dafür auch Large Armor. Habe ich vorhin eine rote Kiste übersehen? Da war doch irgendwo eine rote Kiste, oder? Bilde ich mir das ein? Oder war die schon viel früher? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo die war. Denn ich habe die irgendwie, glaube ich, verpennt, oder? Okay, da oben ist noch ein Vault. Den können wir aufmachen. Dieses Messer ist so cool, ne? Das springt halt von Wand zu Wand. Also momentan habe ich den Eindruck, dass dieses Messer und die Lightning-Waffe die zwei stärksten Waffen im Spiel sind. Und was sagt ihr? Oh ja. Käfer sind auch wahnsinnig stark. Also zwei, drei Schüsse, dann sind die hier weg. Kein Problem. Also ich finde es auch stark. Also wenn ich die Waffe wechsle, bekomme ich hier einen Vorteil. Das nehmen wir natürlich mit. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Hat keinen negativen Effekt. So, auch ein sehr schwieriger Raum, wie ich finde.
Aber easy peasy. Hier mit dem Messer. Man muss bloß aufpassen, dass die Scharfschützen einen hier nicht erwischen. Da müssen wir schnell sein, weil die machen schon ultra krassen Schaden. Soll immer in Bewegung bleiben. Aber mit dem Messer 2-3 Schläge. Da hat sich das eigentlich hier erledigt. Oh ja. Und da haben wir aber richtig Glück gehabt. Oh, da haben wir eine Panzerfaust. Kann ich auch empfehlen. Mit den richtigen Stats macht die auf jeden Fall Sinn. Oh, shit. Okay. Und damit ist das Portal schon offen. Schauen wir mal, was wir hier in der Kiste haben. Weiß gar nicht, warum die Kiste hier steht. Feuer Damage und Wildfire und wieder dieses Schild. Ja, Wir gehen natürlich dann auf 6 Sekunden schnelleres Schießen, nachdem wir jemanden getötet haben. Weil wir nichts anderes gerade brauchen. Okay, was haben wir da hinten? Die Panzerfaust können wir mal noch schnell anschauen. Plus 2. Okay, die ist schon ziemlich cool. Da haben wir noch einen Vault. Den können wir noch benutzen. Oh, diesmal mit Bälle. Ich weiß nicht, habe ich euch das schon mal gezeigt. Hier die Bällen ausweichen. Und dann hier rum. Wir können auch mal versuchen, alle beide Dinger zu holen. Also hier hinten ist eine Truhe. Your first purchase of Peddler. Das sind, also beim Händler kostet die Ware nichts. Die erste, die ich kaufe. Oh ja. Oh, das war schlecht. Das hat mich schon ein bisschen was gekostet hier. Explosion. But crit not longer performs extra damage. Okay, dann glaube ich, ist das da. Ich habe jetzt halt hier. Kill normal enemies with less than 20 HP remaining or bosses with less. Achso, nee, warte mal, hier. Wappen-Damage and Skill-Damage include Explosions-Damage but crit not longer performance extra damage. Und ich habe diese Skill extra. Der hier, Lucky Shot Chance. Ich weiß nicht, ob das sich gegenseitig aufhebt. Das ist jetzt mal eine sehr gute Frage. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt gehen wir mal weiter zum Boss. Und dann schauen wir mal, was der zu bieten hat. Jetzt können wir uns halt mal ganz voll heilen. So, die nächste Warte beim Peddler kostet nichts. Das wäre dann das. So, wenn ich springe, mache ich nochmal 50% mehr Schaden. Das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Und dann heile ich mich einmal hoch. Haben wir noch 800 von diesen Münzen. Und dann schießen wir mal diese geile Waffe in die Luft. Mit noch mehr Schaden und noch mehr Schaden. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Boss. Können wir auf jeden Fall auch noch schneller durchspielen. Wir spielen ja auf den Schwierigkeitsgrad normal. So. Jetzt, wenn ihr euch dahinter versteckt, solltet ihr euch da auch nicht erwischen. Außer ab und zu ist es mal ein bisschen buggy. Wie zum Beispiel gerade ist es irgendwie ein bisschen langsam. Ui, den habe ich nicht getroffen. Ganz schlecht von mir. Und ich muss mich konzentrieren, dass genau sowas nicht passiert. Das geht noch, aber ich finde diesen Angriff, wo der mit der Faust auf einen draufschlägt, den finde ich am beschissensten. Ui, und da ist die Wand weg. Und zwar steht er da vor dir und dann schlägt er einfach mit der Faust auf dich ein. Ui, dass der mich erwischt hat. Okay, und wir haben ihn easy peasy mit der Waffe auf normal. Bin jetzt ja auch schon Stufe 35, das bedeutet,
Für mich ist der ja schon wesentlich einfacher. Weil ich ja schon viele Skills hab. Okay, wir nehmen das auch mal mit. Wieder das Gleiche, das gibt's doch nicht. Freeze dann aber keine Enemies mehr, wenn ich das hier wähle. So, dann hätten wir das dann auf Stufe 2, dass mein Schild sich schneller regeneriert. Oder wenn ich in der Rauchgranate stehe, 40% weniger Schaden. Dann nehme ich halt das mit. Als dass ich das auf Stufe 2 hatte, das ist mir auch noch nie passiert. Und wir haben keinerlei Munition bekommen. Hier haben wir nochmal Scharfschützengewehr oder dieses Hippo Gatling Gun. Aber ich bleibe bei meiner 2, die ich jetzt habe. Und dann gehen wir mal in die Wüste. Das erste Mal. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ist eigentlich ganz cool. In der Wüste sterbe ich eigentlich relativ schnell. Schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Ich trinke auch mal kurz einen Schluck. Das Video geht ja komplett uncut raus. So wie ich es aufgenommen habe, wird es auch direkt hochgeladen. Naja gut, mit dem Messer könnte ich schon auch ein wenig weiterkommen. Aber man muss schon extrem aufpassen hier. Genau deswegen. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, was mich jetzt da zerstört hat. Was der Feuerball? Oder was der da hinten? Ui. Ui, ui, ui. Ein riesen Problem. Okay, haben wir gelöst. Aber ihr seht schon, anstrengende Geschichte. Ui, er lebt auch noch. Oh, Jesus. Okay, den haben wir. Da hinten ist auch noch einer. Und ich habe gleich keine Munition mehr. Oh, auch eine geile, richtig coole Waffe. Plus 3. Die könnten wir jetzt eigentlich mal wechseln zu der da. Auch richtig schmacki schmack. Hat natürlich wieder die gleiche Munition. Okay, und da ist ein Hindernisparcours. Da kenne ich mich jetzt allerdings noch nicht so gut aus hier. Da war ich noch nicht so oft, aber das sind auf jeden Fall Feuerflammen. Die gehen jetzt hoch. Und ich weiß nicht, wann der beste Zeitpunkt ist, da durchzulaufen. Sage ich euch ganz ehrlich. Aber das war da auf jeden Fall nett. Bin trotzdem vorbeigekommen. Ob es hier zwei oder drei Rollen gibt, kann ich euch auch nicht sagen. Ich kenne nur diesen Weg. Oh, das ist wieder im Feuer. Ist ganz schlecht, wenn man da reinläuft. Weil das Feuer plus eine Kugel macht mal richtig viel Damage. Oh ja, sag mal, wie viele Kugeln kommen denn da? Jetzt soll ich denn da durchlaufen? Oh, ich darf an der Treppe stecken. Und das war's natürlich dann auch. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, wie ich da weitermache, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ich mich nicht so blöd anstelle hier. Und jetzt verteilen wir mal noch Punkte im Skillbaum. Weil das will ich euch natürlich auch noch zeigen. Wir können das nächste Mal auch die Punkte opfern und sagen, dass wir weitergehen. Aber ich will euch jetzt mal zeigen, wie man hier die Punkte einsetzt und was ich alles freigeschalten habe. Und jetzt kann ich schon Level 30 hier da unten was freischalten. Zum Beispiel Smoke Grenade Radius plus 40%. Das ist eine richtig coole Sache. Increase Weapon Damage bei 10%. Cooldown Time für Skill Cooldown 5% minus. Und hier kann ich zum Beispiel mit Geld starten gleich. Kann ich hier noch meine Rüstung aufwerten. Oder was ich gerne noch hätte, meine Inscription Increases auf 50% haben. Das wäre natürlich auch cool. Ich setze jetzt hier einfach mal, oh, kann ich gar nicht, kostet 105.
Was mache ich denn dann? Ich könnte jetzt meine Armor noch hochsetzen. 40, 40 kostet es. Da kostet 1,50. So viel habe ich gar nicht. 45. Also kann ich immer nur eins machen. Wie schade. Muss ich mich für eins entscheiden. Dann nehme ich jetzt... nehme ich jetzt das da. Drücke Confirm und komm dann zurück im Ladebildschirm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.